Hallo ihr Lieben und Ju vom Guru. Heute testen wir die Müllermilch Shake-Sorten in der unglaublichen Shake-Sorte White Choc Coconut. Wie geil klingt das denn? Und in der fast schon klassischen Standard Limited Edition Sorte Chocolate Cookies and Cream. Chocolate Cookies and Cream, Dark Chocolate Cookies and Cream und Cookies and Cream normal und Cookie- und Keksgeschmack. Was hatten wir nicht schon alles von Müllermilch mit Schokolade und irgendwas mit Keksen? Ich bin mal ganz gespannt, wie die Shake Edition schmeckt mit Cookies und Cream. Meistens schmeckt es für mich dann immer irgendwie doch nach einem sehr guten Kakao. Und wie gesagt, weiße Schokolade und Kokosnuss, darauf freue ich mich heute am meisten. Da bin ich auch sehr gespannt, wie die wohl schmecken wird. Diese beiden Flaschen haben jeweils 400 Milliliter und haben auch ordentliche Umdrehung, muss ich sagen. Damit meine ich jetzt nicht Alkohol, sondern die haben natürlich auch ordentlich Kalorien. Die Shake Edition, die hat hier 90 Kalorien auf 100 Gramm und die White Choc Edition, Entschuldigung, Schokolade hat 90, hat 88 Kalorien auf 100 Milliliter bzw. 100 Gramm. Deswegen immer mit, das klingt so mit Vorsicht zu genießen, ist ja nicht gefährlich, aber man muss, ich würde nicht so eine ganze Flasche auf einmal trinken, sondern ich teile mir das immer auf. Denn wenn ich so eine ganze Flasche auf einmal trinke, dann bin ich ja fast schon bei einer Currywurst angelangt und dann esse ich lieber eine Wurst, als dass ich trinke. Also zu genießen, für mich sind das echt so, ich muss mir das auch echt einteilen, so 3 Portionen, sage ich mal. Und nicht auf einmal trinken, weil es ein Genussmittel ist, ihr Lieben, und deswegen sehr gehaltvoll und genießen. Nicht trinken, um den Durst zu löschen, das wäre vollkommen verkehrt, aber als Genussmittel geht bei mir auch eine Müllermilch klar. Nicht so häufig, aber die geht mal klar, ihr Lieben. So, man muss nur wissen, was man zu sich nimmt. Das finde ich immer ganz, ganz wichtig, aber jetzt gibt es erstmal die Choc-Nut. Die Choc-Nut. Mit weiße Kokosnuss, nein, weiße Schokolade und Kokosnuss. Mein Gott, der Junkfood-Guru sollte nicht so viel reden, er sollte lieber testen, das mache ich jetzt auch. Mir war es nur wichtig, da nochmal Transparenz zu sorgen und deswegen zeige ich auch immer am Ende des Videos die Zutat, damit ihr auch wisst, was hier ist. Man kann alles genießen, man muss nur gucken, wie man das einplant und dass man das nicht irgendwie jeden Tag hier 3 Flaschen davon trinkt, weil das wäre dann auch nicht so gesund auf Dauer. Aber wenn man sich mal was gönnt, ja, und man sich einfach denkt, meine Güte, heute will ich einfach gönnen, dann trinke ich sowas und dann esse ich auch Süßigkeiten, wie ich mag. So. Oh mein Gott. Das riecht schon mal super lecker. Boah. Schön cremig. Schön schaumig geschüttelt. Jammer, ich muss noch ein bisschen was reinkippen. Sieht aus wie eine ganz normale aufgeschöpfte Milch so ein bisschen. Es leuchtet hier auch, könnt ihr das sehen. Ja. Und schmeckt sehr weich und sehr samtig. Also die Shake Edition schäumt schon ein bisschen mehr als die Müllermilch und deswegen hat sie den Namen auch verdient. Richtig schön schaumig. Geil. Und hat ein unglaublich dezentes, geiles, spannendes Kokosaroma. Und die weiße Schokolade, ich glaube, das ist so ein bisschen das Gehaltvolle. Es schmeckt nicht einfach wie Milch mit Kokos, sondern ein bisschen kräftiger. Und ich glaube, es kommt durch die weiße Schokolade. Beziehungsweise, ich sorge dafür, dass es richtig schön cremig schmeckt. Oh mein Gott. Die ist wirklich super geil, ihr Lieben. Und schon ist die halbe Flasche leer. So schnell geht das, meine Güte. Mega, mega lecker. Wahnsinn. Also noch leckerer als gedacht. So. Jetzt machen wir mal weiter mit der Chocolate Cookies and Cream. Auch ordentlich schütteln. Was meint ihr? Schmeckt die wieder nur nach Kakao oder hat die vielleicht einen anderen Geschmack? Die weiße Chocolate. So ein wirklich ein geiles Genussmittel. Meine Güte. Wo habe ich denn mein Glas? Hier habe ich mein Glas. Und noch schöne Grüße von Super Mario am Ball. So, nicht gesponsert oder bezahlt. Das T-Shirt habe ich mir gekauft, weil ich es schön finde. So, Müllermilch Shake. Jetzt Cookies and Cream und Chocolate. Ah, geil. Wisst ihr, was ich geil finde? Also dieses Aufgeschäumte, ja. Klar, ich habe es so geschüttelt, aber dieses Shakeige steht Müllermilch sehr gut. Schmeckt mir noch ein bisschen besser als normale Müllermilch. Aber auch wieder noch Kakao. Aber dann einem richtig geilen, gehaltvollen Kakao. Ein bisschen in die Richtung Schokomel gehen. Also wirklich mega,
mega lecker. Oh mein Gott. Beide Sorten richtig geil. Aber am geilsten noch hier die White Choc und Coconut. Ich kann dir einfach nur, ja, ich gebe dir 9 Punkte. Die ist wirklich super mega lecker. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr die auch schon probiert habt. Die ist wirklich genial. Und die andere Sorte, Chocolate Cookies and Cream, auch genussmäßige 8 Punkte. Weil, ja, schmeckt halt eine leckere Kakaomilch. In der Shake-Variante schmeckt es sogar noch ein bisschen besser, aber trotzdem nur 8 Punkte. Weil ich den Geschmack einfach schon kenne mittlerweile. Aber er ist trotzdem gut, ein Klassiker. Deswegen stolz 8 Punkte. Der Geschmack hat sich ein bisschen neu angefühlt, fand ich richtig lecker. White Choc Coconut. 9 Punkte dafür, Lieben. Das war's von der Müllermilch und dem Junkfood-Guru. Wir sehen uns im nächsten Video hier oben. Könnt ihr den Kanal abonnieren. Und bis dann, ihr Lieben. Tschüss.